Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV-TV. Recht herzlichen guten Morgen zur Spieltagspressekonferenz. Für unsere kommende sportliche Aufgabe am Sonntag um 13 Uhr sind wir da zu Gast im Stadion Bremerbrücke in Osnabrück. Beim VfL Osnabrück, Ronny, wie werden wir das Spiel angehen? Wie ordnest du die kommende sportlich schwere Aufgabe ein? Morgen, auch von meiner Seite. Ja, VfL Osnabrück ist eine absolute Top-Mannschaft. Die sind ganz klar noch im Aufstiegsrennen drin und haben jetzt auch eine wirklich beachtliche Leistung hingelegt in der gesamten Rückrunde schon. Und das wird eine enorm schwierige Aufgabe. Ich denke mal, Bremerbrücke wird wie immer zwischen 12.000 und 14.000 Zuschauer sein. Und das ist eine tolle Atmosphäre zum Fußballspielen. Und wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen da eine gute Leistung abliefern und wollen auf jeden Fall Punkte mitnehmen. Lass uns noch ganz kurz aufs Personal schauen. Muss der wegen Sperren auf Nils Butzen und Johann Gomez verzichten. Wie schaut es sonst so aus? Ja, genau. Also wir haben einige Ausfälle zu beklagen. Und zwar ist auch Patrick Göbel. Die Hand ist leider nicht so verheilt, wie wir das gehofft hatten. Deswegen ist da ein operativer Eingriff notwendig. Der wird uns ausfallen. Und dementsprechend haben wir noch ein, zwei Jungs, die halt jetzt auch im Training ein paar Einschläge abbekommen haben. Aber da bin ich optimistisch, dass wir das bis zum Sonntag hinbekommen werden. Und ja, wir werden etwas umbauen müssen, aber das haben wir ja eigentlich die gesamte Saison über machen müssen. Und dementsprechend kriegen wir da auf jeden Fall 11 gesunde Jungs auf dem Platz. Okay, dann eure Fragen bitte. Ich würde mal anfangen, Herr Thielemann, wie sind Sie persönlich mit der Situation, mit der sicherlich nicht einfachen Situation vom vergangenen Sonntag, die Woche mit der Mannschaft umgegangen? Wie war so die Stimmung in der Kabine? Ja, also das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation gewesen, das muss man sagen. Ich bin ganz klar in die Kabine zur Halbzeit reingegangen, um die Jungs nochmal aufzubauen, um die vielen guten Dinge, die wir getan haben, dann auch nochmal zu unterstreichen und nochmal ganz klar die Marschroute vorzugeben, dass wir an diesem Tag dann auch auf jeden Fall was mitnehmen können, ja. Und ich habe den Jungs dann auch in der Analyse am nächsten Tag dann auch gesagt, dass wir als Mannschaft relativ wenig falsch gemacht haben. Und wir sind da einfach auch nur Opfer geworden dieser Situation. Und jetzt gilt halt einfach, damit auch umzugehen, weil das, was wir beeinflussen können, ist nur die sportliche Seite. Wir können gut trainieren, wir können ordentliche Spiele abliefern. Und das ist auch der klare Auftrag, den ich der Mannschaft mitgegeben habe, jetzt auch für das Spiel am Wochenende. Von daher, es war eine ordentliche Trainingswoche. Wir konnten die Inhalte alle so durchbringen, die wir setzen wollten. Und ich bin deswegen, und das sage ich ja auch immer sehr gern, immer wieder sehr optimistisch auch für das Wochenende, dass wir da auch eine ordentliche Leistung abrufen werden. Vielleicht eine Frage auch an Max. Wie hörst du das am vergangenen Sonntag, den Spielabbruch erlebt, auch vielleicht für dich verarbeitet? Schwingt vielleicht auch ein bisschen Wut mit in Richtung ja, des Bierwerfers? Weil da hat ja euch doch der Chance beraubt, ja da in der zweiten Halbzeit nochmal rauszukommen, das Spiel womöglich auch zu gewinnen. Ja, um das Ganze vielleicht so ein bisschen Revue passieren zu lassen, haben wir uns eigentlich auf die zweite Halbzeit schon vorbereitet. Und dann kam die überraschende Nachricht, dass das Spiel halt abgebrochen wurde. Wir hätten natürlich gerne weitergespielt, aber nichtsdestotrotz wurde die Entscheidung getroffen. Die mussten wir in der Situation so hinnehmen. Und ja, also wir haben da... Wir wollten natürlich weiterspielen, aber wenn die Entscheidung getroffen ist, dann ist es nun mal so. Und da brauchen wir uns jetzt auch nicht unnötig irgendwie Gedanken drüber machen. Wir warten jetzt ab, wie da entschieden wird und dann ja, schauen wir weiter. Du bist ja so im Mittelfeld auch der Motivator oder man erlebt dich, wenn man dich beobachtet, als einen, der auch seine rundrum weiter nach vorne peitscht. Was habt ihr euch jetzt für das Spiel vorgenommen am Sonntag? Der Trainer hat schon gesagt, möglichst was mitnehmen. Wie geht ihr so im Team damit um, ja, wie ihr das Spiel angehen wollt? Ja, ich würde sagen, die Motivation ist nicht nur bei mir riesengroß, da was mitzunehmen, sondern da kann ich für die Mannschaft sprechen, dass wir am Wochenende natürlich wieder alles rausholen wollen. Und wozu es am Ende reicht, werden wir sehen. Aber ganz klar, wir brauchen Punkte, um ja, irgendwie noch eine Chance da am Leben zu halten und rauszukommen. Und da gilt es nicht nur, dass ich das irgendwie vorlebe, sondern da versuche ich, meine Mitspieler halt mitzureißen. Und ja, wie schon angesprochen vom Trainer, Bremerbrücke, das wird ein ja, hitziges Spiel, viele Zuschauer. Und von daher ist die Vorfreude aber natürlich sehr, sehr groß.
hast auch zwei sehr schöne Tore in den letzten Spielen geschossen und hast dich danach aber so ärgern müssen immer. Also einmal hast du hier, als du vom Platz kamst, auch nochmal, hat man so einen Wutausbruch gemerkt. Wie sehr ärgert dich sowas, wenn du quasi so einen tollen Treffer erzielst und am Ende dann aber vielleicht doch nur ein Punkt rausspringt oder eben null? Ja, das stimmt. Ich bin nicht gerade dafür bekannt, dass ich Tore schieße. Das ist jetzt dazugekommen. Lustigerweise hatte ich ein Gespräch vor ein paar Wochen mit dem Trainer, wo das vielleicht so ein bisschen angemahnt wurde, dass das vielleicht noch, wo da Luft nach oben wäre. Aber nichtsdestotrotz ärgere ich mich da natürlich über die verlorenen Punkte und nicht, dass ich irgendwie ein Tor schieße und wir im Endeffekt nicht gewinnen oder drei Punkte holen. Ich glaube, das spielt bei solchen Reaktionen keine Rolle. Nochmal eine Frage zu Patrick Göbel. Fällt er jetzt nur für das Spiel in Osnabrück aus oder wird das dann ja, längerfristig sein? Ja, ich bin jetzt kein Arzt, aber es ist so, dass die Hand, da war ja ein Mittelhandbruch diagnostiziert worden, deshalb hat er ja auch die letzten Wochen mit dieser Manschette gespielt und es wurde konservativ behandelt halt, also es wurde nichts dran gemacht und der Knochen ist wohl aber nicht so verheilt, wie es hätte sein müssen und dementsprechend ist da jetzt ein operativer Eingriff notwendig. Wie lang das jetzt geht, ich hoffe natürlich so schnell wie möglich, ja, aber wir wissen ja alle, wenn eine OP stattfindet, da dauert es erstmal 10 Tage Wundheilung, bis die Fäden gezogen werden. Und da geht erstmal schon mal gar nichts und dann muss man eben auch schauen, wie er sich eben damit auch fühlt. Es sind jetzt 7 Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz, noch 5 Spiele, die vermutlich verbleiben. Wie realistisch sehen Sie denn die Chancen auf die Rettung? Wie groß muss denn das Wunder dann sein, dass man vielleicht mal einen Strich rutscht? Ja, also immer so in diesen Punkten und was ist noch möglich und darin denke ich nicht. Also ich denke einfach immer, und das ist auch ganz klar mein Fokus, auf die Woche, die ansteht immer und da bin ich immer da absolut bemüht, dann eben auch die Inhalte, die ich mir mit meinem Trainerteam dann zusammenstelle, wie wir den Gegner knacken können, dann irgendwo in der Trainingswoche umzusetzen und dann eben das Spiel am Wochenende einfach dann auch erfolgreich zu gestalten. Und was dann daraus kommt, daraus wird, das hat Max schon gesagt, das werden wir sehen. Und dann geht es halt Stück für Stück weiter mit dem nächsten Spiel. Also jetzt immer über 1, 2, 3 Wochen denken, das macht gar keinen Sinn, weil wir ja uns erstmal auf das eine Spiel jetzt konzentrieren müssen und das werden wir auch tun. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, beenden wir die Runde hier. Ich wünsche Ronny und Max maximale Erfolge in Osnabrück und euch allen einen schönen Start ins Wochenende. Danke. Schönes Wochenende. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.